Der UN-Klimagipfel in Katowice ist offiziell gestartet. Und auf die Vertreter aus knapp 200 Staaten wartet eine Menge Arbeit. Sie wollen bis Mitte des Monats darüber beraten, wie die Beschlüsse der Pariser Klimakonferenz konkret umgesetzt werden können. 2015 war vereinbart worden, die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen. Das zentrale Problem, der anhaltend hohe Ausstoß des Treibhausgases Kohlendioxid. Der Energieträger Kohle. Er steht weltweit stark unter Druck. Noch ist China der größte Kohleverbrenner der Welt. Mehr als 60% der Energie werden hier auf absehbare Zeit weiter aus der Kohle gewonnen, sagt Greenpeace. Knapp 30% trägt der Kohleverbrauch in China zu den weltweiten Emissionen bei. Gleichzeitig setzt das Land massiv auf erneuerbare Energien. Jedes zweite Solarmodul der Welt wird in China aufgestellt. Und die USA? Das Land trägt jährlich 15% zu den weltweiten CO2-Emissionen bei. Die Emissionen sinken seit Jahren, so Umweltschützer. Die erneuerbaren Energien und vor allem der Rückgang der Kohle hätten geholfen. Donald Trump strebt jetzt ein Comeback der Kohle an und versucht, Obamas Klima- und Umweltvorschriften abzubauen. Und die Europäische Union? Sie trägt 10% zu den globalen Emissionen bei. Die EU hat sich verpflichtet, Emissionen zu reduzieren. Sie fordert deswegen die einzelnen Staaten auf, ihre Anstrengungen deutlich zu erhöhen. Forscher warnen, die Erderhitzung wird unumkehrbare Folgen für die Menschen haben, werden die CO2-Emissionen nicht schnell reduziert. Laut UN ist der Treibhausgasausstoß auf einem neuen Rekordniveau. Um die Klimaziele des Pariser Abkommens noch zu erreichen, müsse die internationale Gemeinschaft ihre Anstrengungen nun mindestens verdreifachen. Die Chance, noch einzugreifen, sei fast fatal. Ja, und dazu spreche ich nun mit Sascha Müller-Krenner, Experte für Naturschutz und Klimapolitik sowie Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe. Guten Tag nach Berlin. Guten Tag. Herr Müller-Krenner, alleine der vergangene Hitzesommer in Deutschland oder die Trockenheit und die ungewöhnlichen Waldbrände in Kalifornien, das müsste doch ein Weckruf sein für eine grundlegende Wende im Klimaschutz. Ja, ich glaube, die Bürgerinnen und Bürger, die sehen das auch so. Der Klimawandel ist zum ersten Mal konkret sichtbar. Man sieht es in den Parks, man sieht es im eigenen Garten. Und sie erwarten natürlich von der Politik, dass sie mehr tut. Aber zumindest in Deutschland herrscht hier zurzeit leider Gottes Stillstand. Ja, deutlich unter 2 Grad, wenn möglich auf 1,5 Grad, lauteten ja die Ziele im Pariser Vertrag. Doch auch wenn die selbst gesteckten Klimaschutzpläne der einzelnen Staaten wirklich umgesetzt würden, was ja nicht passiert, sind die Ziele von Paris nicht erreichbar. Was kann Katowice da ändern? Nein, Katowice, da geht es vor allem darum, dass die Staaten, die sich in Paris ja zu diesem 1,5-Grad-Ziel verpflichtet haben, jetzt sagen, wie sie das machen. Das heißt, sie müssen ankündigen, wie steigen wir aus der Kohle aus Öl und Gas, wie stellen wir die Mobilität um auf Elektro, aber auch auf öffentliche Verkehrsmittel. Diese konkreten Ansagen brauchen wir jetzt in Katowice und da müssen sich einfach die Staaten gegenseitig in die Hand versprechen, dass sie schneller vorangehen als bisher. Ist es denn überhaupt möglich, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu senken? Ja, wenn man jetzt anfängt, ist es schon möglich. Und wir sehen es ja in Deutschland, wir haben Überkapazitäten beim Strom, wir können aus der Kohle raus. Wir haben einen wahnsinnigen Druck auch auf die Automobilindustrie, auf saubere Antriebe umzustellen. Und wenn man das jetzt auch macht, können wir dieses Ziel, glaube ich, schon erreichen. Es gibt ja strenge Vorschriften für die Messung des CO2-Ausstoßes. Die gelten allerdings nur für Industrieländer, nicht für Entwicklungs- und Schwellenländer. Sie gelten zum Beispiel auch nicht für China, obwohl das Land mit Abstand ja der größte Emittent weltweit ist. Warum gelingt es nicht, einheitliche, vergleichbare Messungen festzuschreiben? Ja, die Daten, also alles, was man misst, das ist natürlich dann auch sehr, sehr politisch, weil wenn man objektiv messen würde in China und in Indien, würde man vielleicht auch herausfinden, dass die Emissionen vielleicht sogar noch höher sind als das, was wir vermuten. Wir wissen es aber im Grunde durch die Kohle, die China verbrennt, durch das Öl, das China kauft, wie hoch die wirklichen Emissionen sind. Es ist ganz wichtig, dass wir uns in Katowice hier auf einheitliche Messverfahren für die ganze Welt einigen. Und in ärmsten Ländern kann man da natürlich auch finanziell unter die Arme greifen dabei. Danke, Herr Müller-Krenner, bis hierher. Wir sprechen gleich weiter und noch einmal.
Ja, auch Deutschland wird seine selbst gesteckten Klimaziele nicht erreichen. Das musste die Bundesregierung schon einräumen. Umweltministerin Schulze erhofft sich vom Klimagipfel in Katowice ein starkes Signal, auch wenn es Hindernisse gibt. Wir haben Staaten dabei, die uns Probleme machen, aber wir müssen hier zu verbindlichen Regeln kommen. Und hier sind eben auch ganz, ganz viele, die das wollen. Der Mut, die Zuversicht, die ist auf jeden Fall hier gegeben. Und in den USA sieht man ja auch, okay, die staatliche Ebene, Trump sagt was anderes, aber auf der Ebene der Einzelstaaten passiert unglaublich viel. Und deswegen, wir müssen hier gemeinsam jetzt vorankommen. Die Alternative mag sich niemand vorstellen. Eine weitere Erderhitzung können wir nicht aushalten. Also deswegen ist der Mut hier schon da und jetzt muss auch was passieren. Ja, noch einmal Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe. Zuversicht also bei der Bundesumweltministerin. Dabei schafft es noch nicht einmal Deutschland, seine Ziele einzuhalten. Wie zuversichtlich blicken Sie denn nach Katowice? Ja, die Umweltministerin ist ja nicht die Hauptschuldige. Die Bundeskanzlerin hat die Klimaziele im Wahlkampf nochmal versprochen. Der Verkehrsminister blockiert überall. Dort muss man ansetzen. Also die Bundesumweltministerin hier nicht alleine lassen. Und da muss einfach die öffentliche Erwartung, die Menschen haben es ja erlebt, was der Hitzesommer für sie bedeutet hat, da muss einfach der öffentliche Druck steigen. Und wie bewerten Sie Deutschlands Rolle im Klimaschutz? Ja, Deutschland war sehr, sehr lange ein Vorreiter. Inzwischen ist Deutschland ein Nachzügler. Wir erfüllen auch unsere europaweit vereinbarten Ziele nicht. Beispielsweise beim Ausbau erneuerbarer Energien sind wir zurückgefallen. Bei der Energieeffizienz sind wir nicht so weit, wie wir es europaweit eigentlich versprochen haben. Wir sind inzwischen im Klimaschutz auch in Europa ein Nachzügler. Und das ist eigentlich eine Schande für so ein reiches, umweltbewusstes Land. Was erwarten Sie denn jetzt von der Bundesregierung? Erstens der Kohleausstieg, den hat man ja jetzt auf Februar vertagt. Ich hoffe, es bleibt dabei und nicht auf den Samt-Nimmerleins-Tag. Und zweitens muss man sich mal wirklich mit der deutschen Autoindustrie anlegen, die jahrelang auf zu große, zu schmutzige Fahrzeuge gesetzt hat und eben nicht auf saubere, klimaneutrale Mobilität. Letztendlich geht es in Katowice ja auch ums Geld. Vor allem die Entwicklungsländer sollen ja mit Milliarden beim Klimaschutz unterstützt werden. Der Topf ist allerdings nur spärlich gefüllt. Ist auch dieses Ziel in Gefahr? Wir haben ja in Paris versprochen, dass wir den ärmsten Entwicklungsländern, also den Afrikanern oder den kleinen Inselstaaten, helfen beim Klimaschutz. Geld ist da. Wir haben einen immensen Aufwuchs im Bundesetat gehabt in Deutschland, allerdings mehr für den Verteidigungshaushalt als für den Entwicklungshaushalt. Tja, das hört sich nicht gut an für die Umwelt. Aber was muss denn bei dem einzelnen Bürger, sage ich mal, passieren, damit er erkennt, in welcher Gefahr die Welt steckt? Ich glaube, die meisten Menschen haben es verstanden. Sie warten auf die Politik. Sie können aber natürlich auch persönlich was tun. Energie sparen im Haushalt, umstellen auf Bus und Bahn, also nicht mehr jede Strecke mit dem Auto fahren. Das sind die kleinen praktischen Dinge, die die Bürgerinnen und Bürger auch selber machen können. Dankeschön für das Gespräch. Sascha Müller-Krenner von der Deutschen Umwelthilfe. Dankeschön.